Hallo Meinung, freut mich, dass wir heute einen besonderen Gast haben, einen Urgestein der Radiounterhaltung, der noch aus einer Zeit stammt, als man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch authentisch sein durfte und das, was man denkt, auch mal sagen durfte, auch wenn es vielleicht nicht gerade politisch korrekt war. Den Begriff da gab es damals noch gar nicht. Ich freue mich, Elmar Hörig zu begrüßen. Hallo Elmi. Hallo, grüß dich, Daniel. Schön, dass du da bist. Elmi, wir haben momentan eine Zeit, seit Trump jetzt abgewählt ist, da gehen Zensur und Deplattforming, kann man sagen, durch die Decke. Sind überall auf der Welt auf dem Vormarsch. Es werden reihenweise Twitter-Accounts gelöscht. Du selbst bist auch auf Facebook aktiv, hast dort auch schon wiederholt Erfahrungen mit Löschungen gehabt. Wundert sich, Allerdings. dass du da überhaupt noch in Erscheinung treten darfst auf Facebook? Wundere mich eigentlich schon. Also ich bin beigetreten, glaube ich, 2006. Und ich habe mindestens 30 bis 50 Mal 4 Wochen gekriegt, wegen gar nichts. Also das ist immer schlimmer geworden. Bei Twitter ist es ähnlich gewesen. Bin ich so der Twitter-Typ, weil ich muss ein bisschen länger schreiben, wenn mir was auf der Seele liegt. Das Zeug muss raus, ja. Und wie das läuft, kann ich dir mal, ich habe mir was rausgekopiert. Zwar habe ich bei Twitter, wie lange war ich da? 2, 3 Jahre, habe ich folgenden Tweet geschrieben. Henriette die Erste vom Kalifat Kölle kandidiert erneut als OB in der nördlichsten Balkanmetropole. Hoffen wir, dass diesmal eine Armlänge ausreicht, sollte sie wieder eine Begegnung der dritten Art haben. Daumen drücken. Okay, wurde sofort angezeigt, kam auch Anzeige von Twitter sogar. zurück. Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und konnten keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln entdecken. Eine Woche später kam wieder Post von Twitter, genau der gleiche. Gleichen Tweet, da haben sie meinen Account platt gemacht, deswegen. Es Direkt heißt ja, komplett gelöscht, ja. komplett gelöscht. Deplatforming kommt vom Verb platt machen. Also insofern, und seitdem habe ich, ging dann wie Trump. Dabei hätten gerade Trump und ich, wir hätten Twitter great again machen können. Eigentlich schon, Yes. ja. Ich glaube, da wird von dir hören wir hoffentlich noch ein bisschen länger was als von Trump. Den haben sie ja wirksam stumm geschaltet mit 85 Millionen Followern oder 88 Millionen, ne? Irre, gell? Ja. Wahnsinn, Ich ja. nehme an, dass bei Facebook das so ist. Ich habe 67.000 Follower, sonst hätten die mich schon lange gecancelt, glaube ich. Obwohl die mich jetzt auch von der Reichweite runtergefahren haben auf unter 1%, dazu erreiche ich auch niemand mehr. Insofern ist das auch Also gegessen. Shadowbanning auch noch dazu, ne? Das übliche Das Programm, kommt ne? dazu, ja. Ja, kennen wir ja. Ich meine, du bist ja selbst, wenn du mal ein bisschen zurückschaust, du wurdest ja schon früh ein Opfer von, kann man sagen, von Cancel Culture in den Medien. Du hast ja damals beim Öffentlich-Rechtlichen, hast du ja damals wegen eines angeblich homophoben Witzes, dann später auch, glaube ich, Sexismusvorwürfe bei Bube Dame Hörig, hast ja eigentlich schon das ganze Repertoire an Anfeindungen auch erlebt, dass man heute, wenn man mal ein bisschen, sagen wir mal, die 5 Grad sein lässt in manchen Bemerkungen, auch mal ein bisschen launiger wird, dass dann ja heute praktisch schon als Ketzerei und Todsünde am Zeitgeist gilt, kann man sagen. Hat sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren die öffentliche Intoleranz verstärkt? Oder glaubst du, dass diese Entwicklung schon irgendwo an einem Endpunkt angelangt ist oder wird es noch schlimmer werden? Das wird noch schlimmer werden. Ich habe schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich noch enger werden wird. Siehe jetzt zum Beispiel Gottschalk, der sich jetzt ja auch leider entschuldigt hat für etwas, was ja eine harmlose Sache war. Am Und ich WDR, ja. glaube, dass das noch zunehmen wird. Das Denunzieren macht wieder Schule, ja. Das, was man eigentlich normalerweise, das war ein freies Medium, Facebook und Twitter. Du konntest schreiben, was du willst, kannst deine Meinung sagen. Aber das wurde nicht belangt. Aber jetzt in den letzten 5 Jahren sowas, ich habe die Entwicklung kommen sehen, es wird dramatisch. Und jetzt, wenn wir eine neue Regierung kriegen, beziehungsweise das Anti-Hassreden-Gesetz auch noch verabschiedet wird, dann ist das Licht ganz aus. So sehe ich es auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja natürlich Kritiker, die sagen, die Verhältnisse haben sich eigentlich gar nicht geändert, der Hörig hat sich verändert oder die anderen haben sich verändert, die haben sich reaktionär entwickelt, die sind in die Hassecke gedriftet. Du hast bestimmt auch schon oft zu hören bekommen, was ist denn mit dir passiert? So in Klar. diese Richtung. Wie siehst du das? Glaubst du wirklich, dass du dich verändert, dass du dich gewandelt hast oder haben sich einfach nur die Verhältnisse um dich herum total verschoben? Wenn ich also Mitleid hätte, würde ich sagen, wäre ein armer, alter, weißer Mann. Aber ich glaube einfach, die Verhältnisse haben sich verschoben. Ja? Was früher okay war, wo früher drüber gelacht wurde, das kannst du heute nicht mehr sagen. Ja, du hast ja sowieso, kann man sagen, noch die goldenen Zeiten der BRD erlebt, auch in der Radiounterhaltung 70er, 80er Jahre. Man hört ja heute viele, dass sich das Land so bunt verändert hat und so bereichert wäre und alles so toll divers ist. Also wenn ich so zurückdenke, ich bin ein bisschen jünger als du, Jahrgang 72, trotzdem habe ich das auch noch mitbekommen. Also mir kam eigentlich das Land früher wesentlich freier und bunter und unbeschwerter vor als heute. Wie siehst du das? Ebenfalls, wir hatten auch nur 2 Geschlechter, das war so geil, männlich, weiblich.
Vielleicht noch einen Twitter, ja, das war noch das höchste der Gefühle. Es war besser einzuordnen. Heute ist ja alles divers und ich weiß nicht, es hat sich viel geändert so in der Stimmung, ja. Spätestens nach 2015, wir sind bunter geworden, aber es ist auch gefährlicher bei uns geworden und enger geworden für Meinungen. Und das bedrückt mich so ein bisschen. Vor allem dann halt, wenn du von Kollegen eben das hörst, armer alter Mann, der ist verbittert oder bin ich absolut nicht, ich genieße das Leben, so gut es geht. Aber ich gucke halt, ja, wo ich laufe durch die Bahnhöfe dieser Nation, Hamburg, Mannheim, Frankfurt. So würdest du nicht dem Bundespräsidenten beipflichten, der gesagt hat, wir leben im besten Deutschland, das es je gab. Als Humbug, ja. Der hat die 80er nicht richtig mitgekriegt. Das beste Deutschland war in den 80ern und Anfang der 90er. So nach dem ersten Golfkrieg, beziehungsweise so 1900, wann waren die Grünen dran? Erste Grün, Regierung waren Grün, schon 85, Rot. Glaube ich, aber später dann so in den 90ern kamen die Reihenregierungen, ja. Ja, da kamen die und da wurde es enger. Da gab es dieses Antidiskriminierungsgesetz und da fing es schon an, eng zu werden. Schade eigentlich. Und ich glaube, vielleicht ist es für die Ostdeutschen, vielleicht ist es für die ganz gut gelaufen, weil die waren ja nun 40 Jahre lang abgeschottet. Die konnten dann endlich wieder reisen und für die mag es vielleicht besser gewesen sein als für uns Westdeutsche. Wir haben dann, also nach dem Fall der Mauer, kam der ganze Ostblock zu uns. Das hat viel Unruhe gegeben. Die ganzen Banden aus Rumänien, wo immer sie herkamen, das gab es als früher nicht. Ja? Wir hatten unsere eigenen Schwerverbrecher und die haben wir ganz gut im Griff gehabt, glaube ich. Aber jetzt mittlerweile läuft das ja außer Rand und Band. Das ist richtig. Wenn du mal ausgehend von diesen Schilderungen, die ja viele sicherlich auch unseren Hörern hier teilen werden, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, was hast denn du für Vorstellungen oder Gedanken an Deutschland in 30 Jahren? Wie stellst du dir das ungefähr vor in dem Land, wie es hier aussieht? Ich glaube, in 30 Jahren werden wir morgens durch den Ruf des Muezzin geweckt werden und können fröhlich den Tag beginnen. Aber ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe einen Gebetsteppich und einen Kompass. Dann weiß ich, wo Mekka ist, verstehst? Und also ich hoffe, ich bin in 30 Jahren nicht mehr da. Ich bin in meinem letzten Lebensjahrzehnt. Was soll ich da mal groß machen? Aber die Entwicklung, also ich muss vorsichtig sein bei meinen Voraussagen, die treffen meistens ein. Ich war mal 1995 in der Sendung eingeladen bei RTL. Da ging es um Computer. Ich habe zwar keine Ahnung vom Computer, aber ich war eingeladen. Und ganz am Ende gab es so eine Schnellfrage. Ja? Wie sehen Sie Computer in der Zukunft? Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich sagen soll. Habe aber dann zufällig auf dem Boden so eine Weltkarte, da war eine Weltkarte aufgezeichnet. Und da habe ich gesagt, guck mal, da unten, da bin ich, Lanzarote. Und ich, Computer wird sich dann entwickeln, ich sende aus Lanzarote live im Radio in Deutschland. Und alle haben gelacht, ich auch, aber genau so ist es gekommen. Gell? Ich kann nur so kurzfristig vielleicht denken, was passiert hier in Deutschland? Ende des Jahres sind Wahlen. Ich nehme an, dass wir Schwarz-Grün kriegen. Wenn wir Pech haben, grün-schwarz, dann hätten wir Baerbock als neue Kanzlerin. Baerbock ist das neue Merkel dann. Das wäre natürlich schlecht. Und das wird natürlich wieder ein Stückchen Einengung der Freiheiten sein. Was auch kommen könnte, wäre, das ist auch schon lange überfällig, ein Finanzcrash. Und wenn der kommt, dann gute Nacht. Ja? Weil die ganzen Transferleistungen, wenn die mal nicht mehr bezahlt werden können, die werden sich das holen. Denn die haben nichts zu verlieren. Wir schon. Ja, das befürchten viele, in der Tat, ja. Du hast ja gerade angesprochen, du hast ja einen Zweitwohnsitz auf den Kanaren. Da Stichwort Armutsmigration oder Wirtschaftsmigration, wie immer man das nennen will, ist ja momentan ein neuer Hotspot entstanden. Es kommen ja dort täglich, kann man sagen, hunderte oder sogar teilweise tausende von Boat People neu an. Ja. Du hast es ja selbst mitbekommen oder deine Bekannten da unten. Im Moment ist ja leider alles gesperrt für deutsche oder europäische Touristen. Aber trotzdem sehen wir hier in letzter Zeit Bilder, wo irgendwelche Flüchtlinge, das sind ja meistens keine Marokkaner, sondern die kommen nur von der dortigen Küste. Meistens sind es ja Subsahara-Migranten, wie die da in Hotels untergebracht wurden und zeitweise sogar in Pools geplanscht haben mit entsprechender Botschaft oder sozusagen Folgewirkung für die Heimatländer, die das ja im Internet dann auch sehen. Was hast du uns dazu zu erzählen, Elmi? Also das hat ja schon, diese Fluchtbewegung hat ja schon vor 20 Jahren angefangen. Da war ja schon mal, waren die Kanaren Anlaufpunkt für diese Pateras, also die Boote, die da ankommen. Und ich habe damals schon gedacht, wenn die das nicht in den Griff kriegen, könnte es eng werden. Dann aber ist Frontex erfunden worden damals. Und die haben eigentlich dafür gesorgt, dass da niemand oder wenige rüberkam. Dann kam die Balkanroute, das haben wir ja dann abgekriegt. Aber die Kanaren waren relativ ruhig.
Jetzt erst im letzten Jahr kam das wieder, dass die zu Tausenden angekommen sind. Normalerweise passiert Folgendes: Die werden aufgegriffen von der Guardia Civil, kommen in ein vorübergehendes Heim, ganz kurz, kommen auf den nächsten Flieger, fliegen entweder zurück in ihr Ursprungsland oder nach Madrid oder Barcelona. Und dann waren sie ja da, wo sie hin wollten. Sie waren in Europa, sie waren dann auch beweglich. Auf den Kanaren kannst du dich nicht bewegen. Jetzt ist es aber so, dass Madrid sagt, wollen wir nicht mehr. Kümmert euch selber drum. Ja. Und jetzt haben wir die 4.000 Leute da hängen in den Hotels. Die zerlegen natürlich dann aus Frust das Mobiliar, greifen die Leute an und die Kriminalität ist sprunghaft gestiegen. Die wissen nicht mehr, wie da ein und aus. Ja. Es ist verhältnismäßig sicher gewesen auf Lanzarote, da bin ich ja. Da bin ich auf Gran Canaria, habe eine Freunde da. Die Guardia Civil greift relativ hart durch. Und dann machen sie keinen so einen Larry wie mit der deutschen Polizei, dass da ein Typ vier Polizisten verprügeln kann, wie jetzt letzte Woche passiert. Ja? Das gibt es da unten nicht. Du fasst einen Guardia Civil Polizisten an, bist du fällig. Ja? Dann hast du keine Kniescheiben mehr. Das spricht sich auch rum. Die wollen da weg. Ob das klappt, weiß ich nicht. Und die Leute jetzt, die Touristen, man kann übrigens hinfliegen. Man muss halt, die Inzidenzwerte sind sehr hoch. Ja, du hattest irgendwie auch auf Facebook geschrieben, dass es da sogar erste Bürgerwehren gab, die sich da gebildet hätten. Ja, die nehmen das selbst in die Hand, weil es nicht anders geht. Ja? Die lassen sich das nicht gefallen. Der Spanier ist da ziemlich rücksichtslos. Ja? Aber ob das Problem gelöst werden kann, glaube ich so nicht. Ja? Kann ja nicht angehen, dass die Leute sich selber verteidigen müssen. Das muss irgendwie anders geregelt werden. Na gut, aber im Prinzip ist es ja spiegelbildlich zu dem, was uns schon ja in Lampedusa oder auf Chios oder zuletzt an Lesbos verstärkt begegnet ist. Ne? Das ist natürlich ein Grundproblem mit dem Pull-Faktor, den es ja angeblich nicht gibt, ja, wenn man die Politik hört. Ja, der Pull-Faktor war übrigens, glaube ich, die WM 2006. Da haben die gesehen, wir haben es ja prächtig verkauft damals. Da waren wir eigentlich noch so eine Art geschlossene Nation. Ziemlich autark unter uns auch und es hat Spaß gemacht. Ja. Da war Freude da, da waren auch die Gäste willkommen. Ja, aber das waren halt Gäste, die nachher wieder gingen. Ja. Jetzt kamen mal Gäste, die nicht wieder gehen und uns auf der Tasche liegen. Ja. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja. Und es ging eigentlich bis 2014, da hat Deutschland so den Höhepunkt erreicht bei der WM. Ich dachte, klasse, alles stimmt. Ja. Dann hat Özil das 8-1 nicht reingekriegt und dann war die Kacke am Dampfen da. Da war der Frust. Und dann kam als Rache danach dann die Grenzöffnung sozusagen. Da kam das, so wird es gelaufen sein, schätze ich mal. Ja. Also das war der kapitale Fehler. Aber wie gesagt, Entwicklung kann man, glaube ich, sowas habe ich mittlerweile begriffen, kann man als Einzelperson nicht stoppen. Und diese Entwicklung kann überhaupt keiner mehr stoppen. Es sind 80 Millionen Menschen, die flüchten zurzeit. Irgendwo wollen die unterkommen. Jetzt sind die Ersten haben es begriffen, Schweden nimmt keine mehr auf oder weniger auf, Dänemark gar keinen mehr. Und die wollen, dann bleibt eigentlich nur noch Mitteleuropa, Deutschland, Frankreich, Spanien vielleicht noch. Polen nimmt keine, also es wird an uns hängen bleiben. Das ist eine Frage der Zeit, wann das knallt. Ja, und sowieso die andere aufnehmen, das verstehen ja bei uns diese Verfechter der Solidarität, der angeblich in Europa nicht, die anderen aufnehmen, die wollen ja sowieso dann auch innerhalb Europas wieder nach Deutschland meistens, ja. Deshalb ist es eigentlich gerade egal, das war ja damals auch so, wo dann Kontingente im Baltikum untergebracht wurden oder in Polen und ein paar Tage später waren die Unterkünfte leer, weil die alle schon auf dem Weg hier nach Berlin und München waren, ja. Ja, klar. Wenn die einmal gemeinsam was machen würden, wenn man sagen würde, ihr kriegt Unterkunft, Dach über dem Kopf, ihr kriegt was zu essen, ihr kriegt einen kleinen Beitrag, aber ihr müsst arbeiten, wäre schon mal die Hälfte nicht da. Ja? Aber das nehme ich an, dass irgendwann das nicht mehr gehen wird. Die Sozialleistungen sind so hoch, dass das uns mal sprengen wird. Es ist ja auch das, wenn man über sowas offen spricht, gilt das ja schon als rechtspopulistisch. Dabei ist es ja eigentlich nur realistisch. Wir haben ja auch nichts gegen die Menschen. Also ich denke mal, du siehst das genauso wie ich. Wenn wir in der Situation wären, würden wir auch versuchen, das Beste für uns rauszuholen. Ist ja ganz natürlich, ja. Ja, das ist klar, wenn du in Syrien wohnst und deine Familie muss vor Krieg flüchten und dann nimmst du deine Familie und deine Haustiere und guckst, dass du irgendwie wegkommst da. Das wäre doch aber gar kein Problem. Wir können doch locker 1 Million aufnehmen. Die Leute machen auch keinen Stress hier. Die sind froh, dass sie da unten weg sind, ja, dass sie nicht sterben müssen oder elend irgendwo zusammengeschlagen werden. Richtig. Und dafür sind eigentlich die Sache, die Flüchtlinge gedacht und die Auffanglager hier. Da könnte man versorgen. Unser Rechtssystem ist völlig überlastet, ja. Ist auch viel zu weich, weil die müssen eigentlich mittlerweile anpassen. Das passiert nicht, ja, weil, was weiß ich, welche hehren Ziele sie da verfolgen. Das ist schiefgelaufen. Und das kommt den ursprünglichen Flüchtlingen eigentlich nicht entgegen. Die eigentlich hier sein können, die wäre überhaupt kein Problem.
Ja, ganz genau. Du hattest vorhin gesagt, du bist im letzten Lebensjahrzehnt, also ich würde das doch mal hier optimistisch vielleicht korrigieren wollen, sagen wir mal letztes Lebensquartal vielleicht, Elmir, ja. Hoffentlich mal, ja. Denken wir mal für unsere Fans auch und für deine Fans auch. Die Frage ist, wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, bist, glaube ich, 72 dieses Jahr, oder? Ich werde 72 dieses Jahr. Genau, ja. Da bist du aber dafür ja noch absolut fit dabei. Hast du noch Projekte am Start oder gibt es noch irgendwas demnächst von dir zu erwarten? Also ich habe jetzt über die letzten Jahre meine Biografie geschrieben, die werde ich dieses Jahr rausbringen, vorausgesetzt, ich finde einen Verlag, was nicht so einfach ist bei meiner politischen Einstellung, ja. Aber es ist einfach nur eine Erzählung, wie mein Leben war. Wir haben wunderbare Jahre, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen hier, dass ich am richtigen Platz, für mich war es der richtige Platz Deutschland, die richtige Kultur. Es war fantastisch in den 60ern, 70ern, 80ern, auch Anfang der 90er noch. Ich habe machen können, was ich gewollt habe. Ich habe meinen Traumberuf eigentlich gekriegt, konnte dort sagen, was ich will, weil ich geschützt war durch meinen Chef Peter Stockinger, den Radiomacher aus Baden-Baden, der mittlerweile ja auch in Rente gegangen ist. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar drüber. Und das habe ich jetzt mal alles aufgeschrieben und da habe ich gesehen, wie gut es mir eigentlich ging die ganzen Jahre. Das ist wohl mein einziges Projekt, was ich jetzt noch am Start habe. Sonst gucke ich halt, dass ich noch ein bisschen surfen und schwimmen kann, ab und zu mal nach Lanzarote gehe und hier schaue ich, dass ich fit bleibe. Das andere, was anderes kann ich ja nicht machen. Ja, genau. Ja, da sind wir mal gespannt. Noch eine abschließende Frage. Du bist ja vom Alter her dann eigentlich auch Risikogruppe, Corona. Bist du geimpft oder eventuell schon genesen? Hast du es gehabt oder wie siehst du Nein, ich das? habe es weder gehabt, noch bin ich genesen, noch habe ich mich impfen lassen. Ob ich mich impfen lasse, weiß ich noch nicht genau. Ich warte mal die Entwicklung. Es ist so, meine Frau wird sich wahrscheinlich impfen lassen, weil die Mutter von ihr, also meine Schwiegermama, ist im Seniorenheim. Und natürlich kann man niemand gefährden. Deswegen finde ich, das sehr vernünftig, wenn die Angehörigen da einen Schnelltest machen pro Woche. Ich war es noch nicht da. Aber wenn ich da mal hingehen würde, würde ich auf jeden Fall einen Schnelltest machen. Ob ich mich impfen lasse, da grübel ich noch. Etwas, was so ein Schnellschuss ist bei Impfen. Impfen ist sowieso nicht so ganz ungefährlich, wie man immer sagt, ja. Diese ganzen Nebenwirkungen, die kriegst du nicht immer mit. Und auch vor allem die Spätfolgen nicht. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Und gerade bei so Schnellschüssen wie jetzt Zulassung, ohne dass es jahrelang getestet wird, Ja, da habe ich meine Bedenken. Deswegen werde verständlich. ich versuchen, das so lange wie möglich hinauszuziehen. Verständlich. Wenn Sie aber sagen, du kannst nicht mehr nach Lanzarote ohne dich impfen zu lassen, lass mir den Scheiß mal reinjagen. Fertig. Genau, ja, wenn es die Bedingung dafür ist, ja. Ja gut, Und dann wünsche ich dir, ne? sonst Bitte? habe ich mich eigentlich an die ganzen Bestimmungen hier gehalten. Ich bin zu Hause, ich habe mich isoliert mit meiner Frau. Wir sind immer zusammen gewesen. Wir haben nur die Leute getroffen, die auch ähnlich denken wie wir. Und ich will keinen gefährden und ich möchte auch nicht gefährdet werden. Ja, Ich finde das verständlich. zum Teil schon vernünftig, auch wenn vieles falsch gemacht wurde von der Politik. Weil die denken ja immer nur an den scheiß nächsten Wahltag, ja. So, dass sie mal Genau. sagen, wir müssen die besten Leute jetzt zusammenziehen. Und dann gucken wir mal, was wäre das Beste. Lockdown hier, Lockdown da, wieder weg, da wieder hoch. Und wie in Spanien. Der erste Lockdown hat wunderbar funktioniert. Die waren fast bei null. Und dann habe ich gesehen, im Sommer war ich unten. Da waren die Familien am Strand. Zu zig sind die zusammengesessen und gepalabert und gemacht. Und die Diskos waren voll. Da dachte ich, warte mal, das geht keine 4 bis 6 Wochen, da haben die eine Inzidenz schon über 100. Wo sind sie jetzt? Bei 220 oder sowas. Ja. Naja, klar. Also, Menschen sind komisch. Das stimmt, ja. Nee, aber klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall trotzdem, dass du da weiterhin gesund bleibst und fit und uns noch lange erhalten bleibst. Ja, Und auch für dein gleichfalls. Biografieprojekt mal auf jeden Fall alles Gute. Da berichten wir dann gerne nochmal drüber, wenn es soweit ist. Ich hoffe, du findest einen Verlag. Ne? Gucken wir mal. Ja, sonst, wenn es nicht klappt, mache ich es wie bei den anderen Büchern. Ich mache es über Amazon selber. Ich habe einen kleinen Verlag. Wäre natürlich toll, wenn es ein größerer wäre. Dann müsste ich mich nicht um die Verteilung kümmern und um die Werbung. Jetzt, da Facebook mich eingeschränkt hat, habe ich natürlich auch fast keine Reichweite mehr. Aber wir gucken, das geht schon Ja. irgendwie. Vielleicht hört ja hier jemand mit und der kann sich ja dann auch über Hallo Meinung bei uns melden. Dann leiten wir das gerne an dich weiter. Ne? Cool. Ja. Emil, es Klasse. hat mich sehr gefreut, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Vielen Dank. Und dann Gern geschehen. fight on, ja? Ne? Keep on rocking. Ja, genau. Tschüss. Alles Gute dir, ne? Danke Bis dir. dann. Tschüss. Tschüss, Emil. Ciao. Tschüss.